Hallo Westwing, schön, dass ihr da seid. Willkommen in meinem Zuhause. Ich bin Saskia von Saskias Family Blog und zeige euch heute, wie wir wohnen mit 3 Kindern. Also kommt mal rein. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann shoppt den Look doch gerne nach. Ja, hier befinden wir uns in unserem Wohn-Ess-Bereich. Hier verbringen wir tatsächlich die allermeiste Zeit als Familie zusammen. Auch die Kinder sind eigentlich ständig hier, auch wenn hier kein Spielzeug ist. Wir haben das Haus wirklich nach unseren Wünschen erbauen lassen, mit ganz vielen Fenstern, ganz viel Licht und mit einer riesengroßen Sofalandschaft, auf der wir alle Platz haben und abends uns gemütliche Filmeabende machen. Mir war persönlich ganz wichtig und auch meinem Mann, dass der Ess- und Wohnbereich möglichst groß gestaltet ist, dass wir genug Bewegungsmöglichkeiten haben, auch für die Kinder hier zum Rumrennen und zum Spielen. Und was mir persönlich auch super wichtig war, dass wir viel Licht haben, dass wir viele große Fenster hier verbauen, weil man so viel Zeit hier verbringt. Ich finde, Licht oder Tageslicht gibt einfach immer so ein schönes Gefühl und macht so eine schöne Atmosphäre. Das helle Sofa tatsächlich, ich liebe helle Sofas, deswegen wollte ich unbedingt eins haben, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist schon nicht so einfach mit 3 Kindern, es sauber zu halten. Aber mir war dann der Aspekt, ein helles Sofa zu haben, wichtiger und dass ich lieber zweimal drüber wische. Aber ich muss sagen, es ist schon nicht so einfach mit 3 Kindern. Ich glaube, mein Einrichtungsstil ist sehr orientiert in diesem amerikanischen. Also da habe ich mir auch meine ganze Inspo eigentlich hergeholt. Ich mag diesen amerikanischen Landhausstil sehr gerne. Ich mag es gemütlich. Ich mag, dass es einfach kuschelig zu Hause ist und dass sich alle wohlfühlen können. Tatsächlich mag ich den Sessel hier drüben super gerne, weil der einfach so antik aussieht. Ich mag sowieso gerne Sachen, die so ein bisschen antik, so ein bisschen auf alt sind. Ich mag gerne Holz, ich mag gerne so diese ganzen Erdtöne und ich glaube, das ist so mein Lieblingsstück hier in dem Raum. Das hier ist unser Wohn-Ess-Bereich. Tatsächlich essen die Kinder hier gefühlt den ganzen Tag. Ich bin also den ganzen Tag am Aufräumen. Aber ist okay, die fühlen sich hier wohl. Und das ist super, dass wir hier uns für Samtstühle entschieden haben tatsächlich. Also jeder, der überlegt, sich neue Stühle anzuschaffen, probiert mal Samt aus. Da könnt ihr auch auf hellere Farben gehen, weil man kann das wirklich immer super reinigen mit den Kindern. Also hier verbringen wir auch sehr viel Zeit beim Essen. Jetzt zur kälteren Jahreszeit essen wir natürlich hier drinnen, aber eigentlich waren wir den ganzen Sommer nur draußen. Wir haben da einen sehr, sehr großen, schönen Holztisch stehen, wo ganz viele Leute dran Platz haben. Und da war meine Inspiration so ein bisschen wirklich das Mediterrane mit den Olivenbäumen und mit den Zypressen und dem Lavendel und einfach so dieses Urlaubsfeeling für zu Hause auf der Terrasse. Kommen wir nun zur Küche. Hier verbringe ich natürlich als Dreifachmama auch sehr viel Zeit. Ich liebe die Küche. Ich liebe das Kochen leider nicht ganz so, aber ich liebe die Küche und bin super happy mit diesem Marmorstein hier oben. Also kein echter Marmor, aber es ist sehr pflegeleicht. Ich mag diese goldenen Griffe unheimlich gerne und diesen Landhausstil und ja, verbringe gerne auch meine Zeit hier. Also YouTuberin zu sein und Instagram noch nebenbei zu machen, ist tatsächlich schon sehr, sehr zeitaufwendig. Ich versuche das Ganze immer irgendwie zu machen, wenn die Kinder im Kindergarten in der Schule sind, dass die Mama einfach nicht die ganze Zeit am Handy ist, wenn die Kinder zu Hause sind, ist mir ganz wichtig. Aktuell klappt es ganz gut. Es gibt natürlich auch stressigere Tage oder aufwendigere Kooperationen, wo es dann ein bisschen schwierig ist, aber manchmal hole ich mir dann von Oma und Opa auch Hilfe. Also ich versuche tatsächlich immer dran zu bleiben, wenn die Kinder Unordnung machen, dass ich das gleich wieder aufräume, auch wenn es manchmal schwer fällt. Weil, sind wir ehrlich, mit 3 Kindern, es ist einfach nicht picobello und es sieht auch nicht immer so aus, wie ihr das gerade seht. Generell habe ich aber gerade in der Küche auch so Ordnungssysteme, vielleicht kann ich euch das mal zeigen. Beispielsweise habe ich hier drüben, wo die Pasta ist, habe ich so Ordnungscontainer und es sieht eigentlich total schön aus. Da bewahre ich alles so drinne auf. Und so, ja, schaffe ich einen Überblick. Wir befinden uns jetzt in einem der beiden Badezimmer. Das ist das untere im EG. Und auch hier wollte ich unbedingt wieder diese neutralen Farben haben. Viel Beige, viel Creme,
bisschen Landhaus, ein bisschen was mit so einer Steinplatte war mir ganz wichtig und auch Marmorelemente. Das hatte ich schon so direkt als Vision im Kopf und dann ging es nur darum, das umzusetzen. Und ich liebe das Badezimmer, es ist schön hell, es ist freundlich und ich habe es so ein bisschen dekoriert mit Kakteen, weil die sehr pflegeleicht sind. Und ja, ich mag auch den Waschtisch total gerne, weil der auch so ein bisschen im Landhausstil gehalten ist. Ich hatte damals noch die Knöpfe ausgetauscht und so Messingfarben da dran gemacht und bin sehr happy mit dem Ergebnis. Hier drüben haben wir noch ein Zimmer und zwar befindet sich dort unser Ankleidezimmer. Mein persönlicher Traum. Aber kommt mal mit nach oben, ich zeige euch die Kinderzimmer. Hier sind wir jetzt im Zimmer von Vivien, eines meiner drei Kinder, mein Mädchen, wie man unschwer erkennen kann. Alles in rosa. Ich habe endlich mal meinen Traum in Pink auch leben können. Ich liebe dieses Zimmer, es ist gemütlich, es ist so richtig mädchen-like, aber sie liebt das auch total. Und habe versucht, so jedes Kinderzimmer so ein bisschen auf die Bedürfnisse und auf den Geschmack auch der Kinder anzupassen. Klar, dass die Kleinen sich noch nicht geäußert haben, jetzt wirklich, wie sie es eingerichtet haben wollen. Aber ich weiß ja, was sie gerne mögen. Und Milan hat schon deutlich gesagt, dass er beispielsweise ein dunkles grünes Zimmer haben möchte. Und ein Hochbett mit Rutsche war ihm ganz wichtig. Und habe versucht, das alles so umzusetzen. Also jeder hat so seinen persönlichen Rückzugsort. Und ich glaube, die Kinder fühlen sich auch sehr wohl in ihrem Kinderzimmer. Beim Anrichten der Kinderzimmer finde ich als Tipp, ist es immer ganz wichtig, erstmal zu wissen, was haben wir überhaupt alles, wie viele Spielsachen haben wir, was muss alles unter, was ist vielleicht nicht so schön, was gezeigt werden soll, was soll versteckt bleiben. Da nutze ich gerne auch so Aufbewahrungskörbe oder versuche die Spielsachen, die vielleicht optisch jetzt nicht ganz so attraktiv sind, irgendwie so ein bisschen unterzubringen. Und generell macht es immer Sinn, sich vorher so ein bisschen ein Konzept zu überlegen. Wie möchte ich, dass mein Kinderzimmer wirkt? Möchte ich viel Holz verwenden? Welche Farbkombination habe ich mir überlegt, dass das Ganze auch stimmig ist, würde ich auch in einem Farbschema bleiben und nicht zu viele Farben komplett mischen, weil Spielsachen ja schon super bunt an sich sind, dann gibt es eigentlich dann am Ende auch ein schönes harmonisches Bild. Die Bedürfnisse der Kinder ändern sich natürlich gefühlt jedes Jahr und natürlich kann man nicht jedes Jahr komplett neue Möbel kaufen oder so. Wir machen das tatsächlich in unserem Freundeskreis auch oft so, dass wir Sachen untereinander tauschen und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, die Vivien braucht jetzt das Bällebad bald nicht mehr. Dann gebe ich das der Schwester von meinem Mann, die hat zum Beispiel auch Zwillinge und die freut sich dann darüber. Und so versuchen wir die Sachen auch wieder zu recyceln und wieder zu verwenden, weil man braucht das nicht immer alles komplett neu kaufen. Man kann untereinander vieles austauschen und von den Farben passt das eigentlich überall rein. Jetzt sind wir hier im Schlafzimmer. Es ist zwar der kleinste Raum von hier oben, aber dennoch sehr gemütlich und schön. Ich habe versucht, wieder helle Farben zu benutzen, viel Holz, viel helle Cremetöne, verschiedene, damit das Ganze auch optisch so ein bisschen größer wirkt. Und mir war wichtig, ein großes Bett, wo auch mal die Kinder rüberkommen können und kuscheln können. Und das passiert tatsächlich sehr oft. Und ja, ich finde, es ist ganz schön geworden. Um eine ruhige Atmosphäre im Schlafzimmer zu schaffen, war mir wichtig, dass ich viele ruhige Farben benutze. Viele Creme- und Beige-Töne habe ich hier wieder verwendet. Und ein paar Lichtquellen für gemütliches Licht und generell es vielleicht nicht so vollzustellen, wenn es möglich ist. Das war's mit meiner Haustour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen Inspo sammeln vielleicht auch. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim eventuellen Nachshoppen. Bis hoffentlich bald. Tschüss.